Und damit hallo meine Pokéfreunde und Pokénenten, willkommen zu einem neuen Projekt auf meinem Kanal. Wir spielen Mutant Mats Deluxe. Deluxe-Version, denn in der Deluxe-Version gibt es mehr Level und ist schwieriger als in der normalen Version. Und ich weiß nicht, wo man die normale Version kaufen kann. Deshalb ist es egal. Wir spielen die Deluxe-Version. Punkt. Und ja, erstmal direkt am Anfang viele Sachen gesagt, bevor wir anfangen. Ja, doppelgemoppelt. Und ja, ich spiele das mit Tastatur und mit Maus. Es gibt viele Möglichkeiten, es zu spielen. Also ich werde die Steuerung nicht erklären. Nur das mal schon mal gesagt. Denn es gibt viele Versionen. Also man kann mit, ich habe jetzt gesagt, ich erkläre es nicht, aber ich mache es jetzt mal. Mit X und mit Y kann man spielen, mit WASD, mit Pfeiltasten, mit Linksklick und mit Rechtsklick. Mit Controller bin ich mir nicht sicher. Aber mit den Sachen spiele ich halt. Und mit Leertasten natürlich, zum Springen. Ja genau, Nein, dieses Spiel kostet eigentlich 10 Euro auf Steam und auf dem 3DS. Wieso 3DS, das erkläre ich gleich. Aber es hat einen richtig hohen Rabatt, dass es jetzt nur noch 1 bis 2 Euro kostet. Also wenn ihr das jetzt hier noch seht, das Video, dann könnt ihr zu Steam gehen und 1, 2 Euro ausgeben und das Spiel kaufen. Ja. Also 2 Euro ist auf jeden Fall auf der sicheren Seite, es kostet unter 2 Euro, aber mehr als 1 Euro. So meinte ich das. Ja, auf dem 3DS gibt es auch, weil das Spiel ist ein 3D-Spiel. Und ein Shooter, wie ihr schon seht in seiner Hand und auf dem Titelbild und so. Wir starten einfach mal unter New Game. Alle am Chillen, bisschen spielen. Oh, ein Meteorit. Ha, juckt den nicht. Oh nein, er kommt näher. Oh. Wie die aussehen. Invasion, die News. Die Muddys sind ausgebrochen. Yeah. So. Und hier, wir spielen diesen kleinen Jungen hier. Der ist gedacht. Ich kann mich auch ducken. Und ja. Wie ihr seht, ich kann einfach ganz normal springen. Und ich erkläre erstmal, bevor ich weitermache. Oben links seht ihr meine Münzen, die sind wichtig. Damit kann man Sachen kaufen. Das, ja. Oben rechts seht ihr meine Leben, wenn die weg sind, bin ich tot. Unten links, also unten links, habe ich jetzt mein Jetpack, denn ich kann mein Jetpack benutzen. Aber nur, wenn ich auf dem Boden bin und dann so springe. Denn dann lädt er sich wieder auf. Aber ich kann auch einfach in die Luft abbrechen. Und wie wir den anderen Balken da bekommen, das ja, könnte vielleicht ja was mit Kaufen zu tun haben. Unten rechts sind die Sachen, die man freikaufen kann. Ja. Wenn ich jetzt hier drauf gehe, auf diese Stacheln, dann bin ich sofort tot. Also, ja. Jump 2. Ja. Also zweimal Jump gedrückt drücken. Und dann haben wir es. Diese Münzen. In jedem Level gibt es übrigens 100 Münzen. Also genau 100. Zack, zack. Boing, boing. Shoot. Ja, es gibt nämlich auch diese kleinen Gegner, die ich jetzt einfach abgeschossen habe, ohne die euch zu zeigen, weil ich ganz schön gemein bin. Und jetzt seht ihr, wieso es 3D ist. Jetzt sind wir im Hintergrund. Aber wer dachte, das war's schon? Na, das war's noch nicht. Es gibt noch mehr als diesen Teil. 3D-Effekte. So. Nimm doch mal die Münze dort. Ich dachte, nimm die Münze dort. Geht doch. Also ich empfehle das Spiel wirklich. Wie gesagt, auf Steam und auf 3DS. Aber auf Steam ist es empfehlen, ja. Aber auf dem 3DS ist die Steuerung, glaube ich, besser. Egal. Und da hinten können wir noch nicht hin. Dafür bräuchten wir, glaube ich, etwas. Na egal. So, jetzt sind wir wieder im normalen Land. Bam, 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 bam. Abschub. Ducken, ducken, damit er uns nicht trifft, dieses komische Auge. Und jetzt sind wir ganz vorne im Vordergrund. Ist das nicht cool? Yeah. Und ich habe vorhin gesehen, dass da so ein Land ist. Kann man hier jetzt einfach... Ja. Oh. Ey, das ist Folge... Ist ja auch noch was. Ich traue mich nicht. Hier traue ich mich auch nicht, aber ich habe vorhin gesehen, als ich euch das zeigen wollte. Deshalb habe ich ein bisschen gezögert. Dass hier irgendwas vorne ist. Und jetzt gehen wir einfach mal rein. V-Land. Mit oben kann ich in solche Sachen reingehen. Oh. Okay. Es
in jedem Level übrigens ein Secret Level und ein weiteres Secret Level, also Bonus Level und ein Secret Level. Die sind alle für die 100% nötig. Ich habe noch nicht erwähnt, aber wie ich mache ein 100%. Sorry, dass ich es vergessen habe zu sagen. Ich werde es einfach irgendwo am Anfang reinpacken. Ja, komm. Irgendwo am Anfang werde ich es reinpacken. Wenn ich es nicht vergesse. Ansonsten wisst ihr es jetzt, dass es ein 100% Run ist. Ah, aber es gibt auch so einen Hardcore-Mode, dass die Checkpoints wieder oben seht, da ganz oben links. Die sind dann ausgeschaltet, aber den machen wir nicht. Den könnt ihr einfach selbst ja, spielen, wenn ihr das Spiel habt. Boing. Ba-ba-ba-ba-bam. Die werden dann hier weg und dann müsste ich das ganze Level von vorne machen nach einem Tod. Und es gibt keine Herzen in diesem Spiel. Wenn man einmal alle Herzen verloren hat, dann muss man sich auf den Checkpoint vertraut machen. Wenn man keinen Checkpoint hat, dann komme ich blind um. Denn das bringt auch nichts, denn es ist ja der erste Tod gewollt. Denn mit einem Leben da noch durchzugehen, das lohnt sich gar nicht, weil ich kenne das Level. Das erste Level kann ich auswendig, weil ich habe so oft jetzt schon versucht, das Spiel aufzunehmen. Das glaubt ihr mir nicht. Vielleicht sogar doch, aber egal. So oft. Jetzt babababababam. Okay. Babababababam. Und dann fliegen wir. Denn das sind übrigens hier Mats. Deshalb auch Mutant Mats. Mats ist sowieso so eine Art Dreck. Ja. Kann man so als Dreck bezeichnen. Ne, aua. Aufpassen. Denn das ist das komische Auge und das will mich töten. Bam. Kriegst mich nicht. Bam. Boah, das war knapp. Oh, jetzt haben wir hier so eine kleine Jump-Run-Passage. Die gibt's auch. Der Treffer ist mir jetzt schnuppe, denn das einzige Problem hier wäre, Hunde zu fallen. Es gibt hier es gibt hier wirklich nur Matt-Gegner. Alle Gegner sind Dreck. Und unser Helfer ist unsere Wassermaschine, oder? Ist das vielleicht so eine Wassergang? So wie beim Schwimmbad, so eine Wassergang? Keine Ahnung. Das ist das Ziel, so einen Stern zu sammeln. Und jetzt sind wir im Hauptmenü. Aber ich gehe nochmal ins Level rein. Denn wir wollen ja, das normale Ziel erreichen. Denn das war jetzt das Dingsziel. Das war ich aber nur, weil ich schon mal eine Folge geschaut habe von jemand anderen. Weil ich so geschaut habe, ja, wie bekannt ist das jetzt in Deutschland. Und ja, da kam ich nur ein Let's Play gesehen, was so mittelgut war. Also ich fand das nicht so schlecht. Fand es eigentlich in Ordnung. Bam. Und ihr merkt schon, dass ich nicht alles einsammeln muss. Und es ist alles gespeichert, welches Level schafft. Aber nur welches Level schafft. Deshalb beeile ich mich jetzt hier. Zack. Sind wir gleich wieder da, wo wir das hatten. Hier. Hier haben wir noch nichts eingesammelt. So. Und dort hinten ist das Ziel schon. Das seht ihr jetzt ja auch da. Und ich belasse nur jedes Level mit 100 ganzen Münzen, wie ihr oben links jetzt seht. Mehr gibt es in jedem Level nicht. Nur 100. Nur. So, da haben wir es auch. Bam. Hier gibt es doch dieses eine Bonusspiel oder Bonusding. Ich weiß nicht, was das ist, ob das auch zu den 100% gehört. Schreibt es mir in die Kommentare, wenn ihr es kennt oder wisst. Wahrscheinlich nicht, aber egal. Und jetzt, hier kann man sein Geld ausgeben, sage ich mal. Also ich erkläre es euch mal. Granny's Attic. So, Granny, ich will das hier kaufen. You need to collect more golden diamonds. Ach, das sind goldene Diamonds. Okay. Es gibt 40 Level, wie ihr schon seht. Und das hier ist der bessere Shooter. Das hier ist... Keine Ahnung. Ach nee, das hier ist der Shooter. Das ist hier der Jetpack. Und das ist hier der Jump. Der bessere Jump. Und Granny ist traurig. Das ist unsere Oma. Ja, sie sieht genauso aus wie wir. Aber egal. Und sie schützt sich ja und möchte sicher sein, dass wir genug Geld haben, damit wir das auch bekommen. Und ja, wir machen dieses Level noch und dann war's das mit dem mit der Folge. So, wie komme ich da hin? Kann ich einfach so hin? Ja, okay. Weiß nicht, ob das jetzt so richtig ist. Weil es gibt ja eigentlich einen anderen Weg, wenn man hier hinkommt und dann kommt man eigentlich wieder zum Anfang zurück, also zum Spawn, wo wir gerade waren.
Aber ich mach's einfach mal so, weil es so auch geht. Und ihr habt schon gesehen. Darauf komme ich gleich zu, weil dann ist bei uns am Anfang auch nicht da. So. Springen! Ich weiß nicht, wie der Typ hier heißt, den wir spielen. Deshalb kann ich einfach keinen Namen nennen. Aber der hat eine Ähnlichkeit mit mir, aber nur mit der Frisur. Weil manchmal habe ich einfach so richtig hässliche Lätzchen. Oder wer hat das nicht? Vor allem morgens sind meine Haare so richtig verbuschelt. Jetzt rede ich über Haare, obwohl ich ein Shooter-Spiel spiele. Ja. Das ist so ein... Die kennt man vielleicht aus Mario. Das sind solche Bombs oder wie die heißen in Mario. Ich habe den Namen vergessen. Ah! Boah. Jetzt bin ich hier runtergefallen. Jetzt muss ich hier aufpassen. So. So, dasselbe machen wir noch. Ich mache jede Folge eine ganze Welt. Denn ich glaube, das wäre auch gut so. Denn es gibt jede Welt in zwei Level und diese Bonus-Level da, die ich euch gezeigt habe. Okay, bam. So, zack und Hintergrund. Yeah. Bam. So. Und ich werde doch direkt danach die zweite Folge aufnehmen. Oh. Jetzt habe ich Frame im Bruch. Oh nein. Was ist hier? Oh, okay, jetzt geht's. Was war da? Oh, was ist das denn gewesen? Einfach. Oh. Oh, was ist los? Das Spiel laggt. Das Spiel hat Frame-Einbrüche. Was ist hier los? Oh, ich muss mich entschuldigen für die Frame-Einbrüche. Von die kann ich nichts. Oder vielleicht doch. Weiß nicht. Ich behebe das mal eben. So, da habe ich das mal eben behoben, das Problem. Ich hoffe übrigens, dass ich nicht zu leise bin, denn das wäre sehr doof, sag ich mal. So ganz lieb und freundlich. So, zack. Und so. Scheiße, komm. Ich hasse diese Plattformen wie die Pest. Sind so scheiße. Zack. Bam, zack. Und Vordergrund. Boing. Ist hier was? Nee, da kann man nicht mal durch. Okay. So. Zack und zack. Ist da hinten was? Ich trau mich nicht. Nee, ich trau mich wirklich nicht. Oh, der lag im Hintergrund. Habe ich nicht gesehen. Bam. Okay, los. Los. Rennen. Bam. Okay, wurde nicht getroffen. Ach, hier geht's weiter. Okay. Oh, scheiße. Jetzt wurde ich getroffen. Ist er tot? Er ist tot. Oh nein, ist er nicht. Oh, scheiße. Wir sterben. Oh Gott. Nein. Checkpoint. Okay, ganz langsam mal rantasten. Okay, Ziel. Jetzt habe ich nur das Bonuslevel nicht geschafft. Ich weiß nicht, wo das war. Aber ich würde sagen, dass das auch schon mit dieser Folge wäre. Wenn es euch gefallen hat, dann gebt eine positive Bewertung. Und schaut auch die nächste Folge vorbei. Haut rein und tschüss.